Eine Insel größer als Berlin, eine Insel mit steilen Küsten, mit breiten Sandstränden, aber auch mit idyllischen Wäldern, vor allem aber eine Insel mit jeder Menge Abenteuer. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf einer Reise nach Rügen. Vor mir liegt eine spannende Route, einmal rund um die Insel, mit der einen oder anderen Herausforderung für mich und mit den schönsten Aussichten für Sie. Und zum Schluss setzen wir dann noch nach Hiddensee über. Diese Insel ist etwas Besonderes. Und das, was wir hier erleben, auch. Reiten im Bodden. Katamaran segeln. Oder auch in schwindelerregender Höhe durch Baumwipfel klettern. Und ich verspreche Ihnen, ich gebe hier wirklich alles, damit Sie sehen können, was Rügen bietet. Beginn meiner Reise ist aber auf dem sicheren Festland. Naja, fast. Das hier ist die Gorch-Fock. Also nicht die aktive von der Bundesmarine, sondern deren Vorgänger, die Gorch-Fock 1, gebaut 1933. Heute liegt sie hier im Hafen von Stralsund als Museumsschiff. Stralsund ist das Tor nach Rügen, sagt man. Durch ein Tor will man ja normalerweise möglichst schnell durch. Hier allerdings lohnt es sich wirklich zu verweilen. Wer in der Nähe der St. Nikolai-Kirche durch die Altstadt bummelt, wird die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt immer im Blick haben. Die Giebelhäuser, die hohen Türme der Kirchen, Klostermauern. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, meine Damen und Herren. Seit 2002 trägt Stralsund den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Von der City Marina aus geht die Reise los, nach Rügen. Auf geht's, stilecht, mit einer alten Simson. Klingt nicht nur nach Abenteuer, riecht auch so. Vorbei am Ozeaneum, dem Meeresmuseum, zur berühmten Rügenbrücke. Deutschlands größte Schrägseilbrücke ist 127,5 Meter hoch. Den besten Blick darauf habe ich allerdings vom kleinen Rügendamm direkt nebendran. Auf Rügen angekommen, darf ich dann auch gleich mal lernen, was Inselwetter heißt. Wind kommt auf, Wolken verdecken die Sonne. Mein Abenteuer beginnt in Altefähr bei Grit Junken. Die Wassersporttrainerin will mir Katamaransegeln beibringen. Das ist schon eine Herausforderung, besonders für Grit. So Grit, wie sehe ich aus? Spitzenmäßig. Gut, sag mal, ist das bei euch auf Rügen immer so, dass wenn man segeln geht, prompt das Wetter umschlägt? Was heißt hier umschlägt? Wir haben Wind. Sonne. Ja, Sonne brauchen wir nicht zwingend zum Wind Segeln. Ist besser, Wind ist viel wichtiger und den haben wir. Schau, siehst du diese weißen kleinen Schaumkämme? Ja. Das ist genau der richtige Wind für einen Cut. Ich merke ihn auch im Gesicht. Komm, wir machen hier noch ein kleines Foto. Ein Selfie? Ein Selfie, genau. Yes. So. Und Smile. Jetzt aber erst mal raus aufs Wasser. So. Das Wasser ist frisch, das kann ich schon mal sagen. So, mein Lieber, wenn du möchtest, ja, kannst du gern dich raushängen. Mich raushängen? Mach ganz langsam. Also Hektik an Bord gibt es hier nicht, ne? Das ist gut. Ich habe ja auch gehört, Segeln soll entspannen. Genau. Mit der hinteren Hand hältst du dich hier am Holm fest ein bisschen. Und raus mit dir! Ah. Yes! So. Ja, das macht Spaß, ne? Das ist jetzt einfach ein bisschen Training. Learning by doing. Das sieht ja bequem aus von Weipen, aber ist auch ein bisschen anstrengend. Ja, Sport. Ja. Ist doch Sport, ja. Wie lange machst du das schon?
Segeln gelernt habe ich als Kleinkind. Das ist hier so, ne? Man lernt hier einfach segeln. Das ist wie an dem Berg mit dem Skifahren. Ah, man merkt immer, sobald so ein bisschen Wind kommt, richtet er sich auf. Das kann einen dann auch mal überraschen, oder? Ja, du musst also immer wirklich konzentriert bleiben. So, guck mal jetzt. Guck mal nach vorne. Da siehst du so ein bisschen dunkleres Wasser. Ja. Das ist mehr Wind. Den kriegen wir jetzt auch. Das ist eine sogenannte Windböe. Du siehst also schon von weitem den Wind. Ich rieche ihn. I'm looking for ways. I'm looking for ways to go. I'm looking for ways. Super. Also ich glaube, wir könnten so langsam mal anfangen, Regatten zu segeln. Gibt es eigentlich einen dramatischen Unterschied zwischen Segeln und Cut? Was ist so der Key-Unterschied sozusagen? Katamaransegeln in diesem Bereich ist sehr, sehr sportlich. Es geht alles sehr, sehr schnell. Es ist alles sehr, sehr leicht. Wir haben halt kein Kiel unten dran. Ja. In dem Moment, wo du kein Kiel unten dran hast, kippst du eben auch um, wenn du was falsch machst. Das heißt, wir können noch umkippen. Wenn du dir das wünschst heute, können wir auch gerne umkippen. Nein. Jetzt ist der Wind weg, jetzt müsstest du eigentlich reinkommen. Leichter gesagt als getan. Genau, wunderbar. Kannst du sitzen bleiben in der Lauerposition. Wenn jetzt die Böe kommt, musst du schnell wieder raus. Okay. Was ist für dich Glück? Was ist für mich Glück? Das zu tun, was ich gerne machen möchte. Und das kann ich, indem ich meinen Job quasi dann mit meiner Leidenschaft verbinden konnte, segeln. Ich habe einen sehr großen und lieben Freundeskreis. Ich habe eine tolle Familie und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und das Wasser. Und ab und zu Sonne. Liebe, Luft, Wasser. Ja, es reicht. In der Reihenfolge. In Alte Fähr sind wir in See gestochen. In Gusto lege ich mit Grit wieder an. Also schöner kann man noch nicht ankommen, oder? Absolut. So. Und du fährst jetzt den ganzen Weg allein zurück? Muss ich ja leider. Muss ich hier lassen. Ich schwinge mich wieder auf mein Moped. Dann wünsche ich dir maximale Erfolge. Vielen Dank. Guck die Sonne für uns. Das gebe ich dir noch alles mit. Das packst du einfach auf den Cut, genau. Und wenn du wieder angekommen bist, dann kommst du vorbei auf den Kaffee. Ein verlockendes Angebot. Aber jetzt geht mein Abenteuer erstmal weiter, denn ich habe ja noch viel vor. Der Süden ist noch ein echter Geheimtipp mit seinen verschlafenen Örtchen Gusto, Pudemin oder Zuda. Denn da ist man weit weg vom Trubel der Seebäder, selbst in der Hochsaison. Mein zweites Etappenziel ist die weiße Stadt Putbus, die ehemalige Residenz von Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus. Weiße Häuser und im Zentrum eine Parkanlage, der Zirkus, mit dem 19 Meter hohen Obelisken. Meine Route und alle Ausflugstipps finden Sie übrigens im Internet, also Zettel und Stift beiseite und Putbus genießen. Und hier ein kleiner Tipp. Rock im Rosengarten. Ein musikalisches Picknick im Rosencafé Putbus. Jeden Montag ab 17.30 Uhr gibt es hier im Sommer Live-Konzerte direkt am Gärtnerhaus des Fürsten. Und wer gerade keine Picknickdecke dabei hat, die kann im Café auch ausgeliehen werden. Ich sattel jetzt um und fahre mit dem Fahrrad weiter. Einmal quer durch Putbus und weiter nach Lauterbach. Und da hört man noch Sachen, die hört man sonst nirgends. Komm du um Mitternacht, komm du Glock in. Vater schlepp, Mutter schlepp, ich schlepp allein. Vater schlepp, Mutter schlepp. Ich schlapp allein. Entschuldigung, darf ich Sie mal stören? War das Plattdeutsch? Jo.
Weil die Melodie kannte ich, nur den Text irgendwie nicht. Ja. Kann man lernen. Kann man lernen, bei Ihnen. Ja. Darf ich mal kurz mit rüberkommen? Weil ja. Das macht mich neugierig. Das ist sowas. Das hat man ja. Keine Wellen. Das habe ich verstanden. Da geht es los. Ich schnapp mir einfach mal einen Stuhl. Gerne. Ja. Wie ist das denn? Lernt man denn Platt heutzutage noch in der Schule? Oder? Nein, also nicht im Lehrplan, wollen wir sagen. Ja. Außerschulisch. Wenn sich welche Interessenten finden, dann kommen die und dann. Also das heißt, wenn die Eltern es weitergeben, dann noch, aber. Meist von den Eltern. Und von den Großeltern. Von den Großeltern haben wir es gelernt, ja, also praktisch. Ja. Und Sie selber, wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Bäcker gehen, bestellen Sie dann auf Platt, oder? Dann muss ich die Dame oder den Herrn kennen und dann Rackplatt. Und was machen Sie, wenn Sie ihn nicht kennen? Also dann gucken die Sie groß an und wissen, nein, was Sie wollen. Dann rede ich schon ein richtiges Hochdeutsch. Was heißt das denn zum Beispiel beim Bäcker, wenn Sie sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich hätte gern zwei Schuppen, wie wir Berliner sagen würden? Geben Sie mir zwei Brötchen. Geben Sie mir zwei Brötchen. Ja, das wird hier oben wahrscheinlich jemand. In Bayern wahrscheinlich wird es keiner verstehen, aber. Genau, aber hier oben auch Jüngere, die Hochdeutsch sprechen jetzt. Versteht man eigentlich die anderen Plattregionen? Also gibt es da verschiedene Dialekte oder ist das alles gleich? Ja, verstehen können wir das, aber. Plattdeutsch ist ja eigentlich eine Sprache. Mhm. Von Mecklenburg-Vorpommern, nicht nur von Mecklenburg-Vorpommern, sondern von Pommern bis runter nach Kassel oder was weiß ich, die sprechen ja auch platt. Aber in Hamburg wird eben ein bisschen anderes platt gesprochen als bei uns auf Rügen. Die stolpern ja über den spitzen Stein. In Hamburg, ja. Ja. Das tun wir nicht. Wir heben die Füße. Das Was gibt es so für Sätze, die ich unbedingt wissen muss, wenn ich hier über die Insel fahre? Ja, fragen Sie, wo giftet Rügeol? Wo giftet Rügeol? Wo gibt es? Das ist so weit ist Hochdeutsch. Rückenaal. Rückenaal. Röcheraal. Wo gibt es Rückenaal? Wo gibt es Rückenaal? Rückenaal. Okay. Oh, das klingt schon gut. Wie wär's mit sowas wie ich hab Durst? Ja. Das ist wichtig. Ja, stimmt. Wie geht das? Ich hef Durst. Ich hef Durst. Durst. Ja. Ich hef Durst. Gehe ich jetzt in die Kneipe rein und sage, ich hef Durst, dann kriege ich automatisch einen Störtebäcker. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe, aber das war einfach mal. Nett. Machen wir gerne. So. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss ist auch bei uns. Tschüss. Noch ein kurzer Stopp an der Marina Lauterbach, um einen Blick auf das Badehaus Gohr zu werfen. Hier hat die Bäderarchitektur Einzug auf die Insel Rügen gehalten. Und gleich um die Ecke habe ich wieder einen Ausflugstipp gefunden. Robben in der freien Natur? Seit ein paar Jahren ein ganz besonderes Naturschauspiel im Greifswalder Bodden. Mit der Biologin Carmen Kamler geht's vom Hafen in Lauterbach auf Robben-Expedition. Bildungstourismus würde ich es vielleicht lieber nennen. Also es ist einfach die Möglichkeit für die Leute, wenn sie möchten, etwas dazuzulernen. Jahrzehntelang waren Robben in der deutschen Ostsee ausgestorben. Nun haben sie sich auf dem großen Stubber wieder angesiedelt. Zweimal in der Woche gibt es die 2,5-stündige Entdeckungstour. Und weiter geht die Abenteuerreise nach Moritzburg. Der Südosten ist Teil des Biosphärenreservats und ein echtes Naturparadies. Rügen ist zwar relativ flach, aber nicht überall. Hier gibt's richtige, nun ja, Berge. Ein paar Stufen nach oben geklettert, habe ich dann von der Moritzburg aus einen tollen Ausblick über die Landschaft. Ein perfekter Ort für ein Foto und eine kleine Verschnaufpause. Oh. Bitte sehr. Dankeschön. So, und jetzt muss ich übers Wasser. Mit der kürzesten Fähre Europas und ihrem Fährmann Kai-Uwe Strandmann. Guten Tag. Hallo. Wie sagt man so schön, Fährmann, hol über. Ja, ganz genau. Kann ich das Fahrrad da mitnehmen? Fahrrad nehme ich mit, Person nehme ich mit. Was kostet mich das? Fahrrad 1 Euro und Person 1 Euro. Das werde ich noch hinkriegen. Oh, Not kann man doch abarbeiten. Kann ich so mit drin nehmen einfach? Oder? Halt, ich nehme sie ihm ab. Oder so. Dankeschön.
Wie oft fahren Sie hier jeden Tag rüber? Och, 50 bis 80 Mal. Wow. Jeden Tag? Je nachdem, wie das Wetter ist. Ja, jeden Tag. Fitnessstudio brauchen Sie keins, oder? Da lassen Sie mich gar nicht erst rein. Darf ich mal die Oberarme? Das sind wie meine Oberschenkel. Wie lange machen Sie das schon? Seit 25 Jahren. Oh. Gibt es die Fähre dann praktisch seit der Wende, oder? Nein, die Fähre existiert seit 1891. Oh, ist aber eine lange Zeit, dass da bislang keiner auf den Gedanken gekommen ist, mal eine Brücke zu bauen. Ah, Brücke passt hier nicht her, weil hier Schiffverkehr ist. Aha. Verstehe. Oh, ist ein schöner Job, aber bei jedem Wetter ist natürlich kann auch anstrengend sein dann, oder? Wenn natürlich Regenwetter ist, dann ist nicht so viel los. Weil natürlich so ein Wetter so wie heute, strahlender Sonnenschein. Und im Winter kann man rüber marschieren, da ist zugefroren, oder? Es ist nicht zu empfehlen, weil hier Strömung ist. Ah, okay, gefährlich. Ja, vielen Dank. Jo. Geben Sie mir das Rad wieder raus? Ja, kein Problem. Dankeschön. Gute Fahrt. Schönen Tag Schönen noch. Urlaub. Tschüss. Tschüss. Danke. Mein nächster Abstecher geht nach Alt-Redewitz. Die Halbinsel Redewitzer Höft ragt wie eine Landzunge in den Bodden, fast 5 Kilometer lang, aber nur 500 Meter breit. Eine ungewöhnliche Lage für ein ungewöhnliches Genussabenteuer, das mich hier jetzt erwartet. Das hier ist Whisky. Single Malt Whisky, aber nicht etwa aus Schottland, sondern aus Alt-Redewitz auf Rügen. Und das da ist der Mann, der ihn produziert. Man könnte auch sagen, der die Schnapsidee hatte, Thomas Kliso. Wie kam es denn dazu? Ja, wir waren im Jahr 2000 auf einer Messe, damals schon Brauer gewesen, schon über einige Jahre Bier gebraut und haben diese Anlage gesehen, mit der man destillieren kann und uns auf den Schlag verliebt. Aber wenn Sie Whisky machen, dann begeben Sie sich ja sofort in eine Liga oder auch in eine Konkurrenz mit so großen Namen und alten Traditionen. Ja. Ist Ihnen da nicht so ein bisschen schwindelig geworden? Ja, zum Anfang haben wir überlegt, ob es Sinn macht, sich in dieses Metier zu wagen. Aber es hat uns fasziniert. Wir haben viel darüber erfahren können und haben gemerkt, ja, auch das lässt sich in Deutschland, auch auf Rügen, sehr gut produzieren. Unsere Destillationsanlage, eine schlichte Kornbrennerei, kann natürlich auch einen Whisky machen. Können Sie mir vielleicht erst mal ein bisschen erklären, wie funktioniert Whisky? Wie macht man eigentlich überhaupt Whisky? Ja, das ist ein sehr umfangreicher Prozess und das beginnt quasi oben in der Verarbeitung mit dem Einmalchen des Getreides. Um Whisky herzustellen, verarbeitet Thomas Kliso 4 verschiedene gegarte und geröstete Getreidesorten. Die genaue Zusammenstellung ist natürlich Familiengeheimnis, aber ich darf ihm über die Schulter gucken. Zunächst schrotet er die Gerste. Dann fügt er Hefe und Wasser dazu und erzeugt Maische. Die kommt dann hier hinein in die Destillationsanlage. Das ist dann sozusagen das Herzstück des Whiskys hier? Das Herzstück unseres ganzen Betriebes, mit dem wir natürlich auch unsere Whiskys destillieren. Das sieht noch nicht aus wie Whisky. Nein, das ist jetzt also auch die Maische. Und diese kleinen Körnchen, das ist das, was wir gerade gesehen haben. Natürlich wird es flüssig durch die Zugabe von Wasser. Mhm. Ja, die Aufgabe der Destillation ist es jetzt, oder während der Destillation ist es, den durch die Hefe gebildeten Alkohol abzutrennen aus diesen Dickstoffen, den Reststoffen des Getreides. Sieht das schon erheblich klarer aus. Ne? Genau. Klar wie Wasser, aber hochprozentig alkoholisch. Ein Zwischenprodukt, das dann in Eichenfässern gelagert wird. So, und dann geht die Verkostung los. Ich denke mal, wir werden noch so, wenn man auf der Vorlage schaut, so 85 Volumenprozente. Ganz minimale Mengen. Davon wird man blind, oder? Hm. Abenteuer Rügen. Ja. Boah! Meine Güte, ja. Brennt das. Ne? Letztendlich kommt der Alkohol, so wie wir ihn hier produziert haben, runter in den Keller. Lass uns mal da hingehen, da können wir gleich noch mal richtig probieren. So, sind wir wieder zurück in unserem Lagerkeller. Den New Make von oben mitgebracht. Kurz daneben gestellt, sieht man sofort, dass natürlich während der Reifezeit in den Fässern einiges passiert. Ne? Genau, also das sieht jetzt schon nach Whisky aus. Genau, also jetzt haben wir schon mal... Wobei, das könnte auch noch Weißwein sein. Was ist das jetzt? Ja, also hier haben wir natürlich aufgrund der unterschiedlichen Fasslagerungen auch verschiedene Färbungen. Wie lange lassen Sie die dann immer in den Fässern? Ja, das bleibt natürlich unser kleines Geheimnis. Wir sind ein Familienbetrieb. Wir sind ein Familienbetrieb.
Mit meinem Vater habe ich das zusammen angefangen. Der Sohn war noch in der Lehre, er ist Brauer-Melzer. Das heißt, natürlich jetzt, super sind rein. Jetzt drei Generationen. Und vor vier Jahren ist der Junge mit dazu eingestiegen. Und jetzt sind wir in drei Generationen hier. Das ist ja ein bisschen wie in Schottland, da gibt es auch noch so viele Familienbetriebe. Ja. Also, waren Sie da mal? Im letzten Jahr bin ich mit einem Sohnemann mal für ein paar Tage in die Highlands gefahren, auf so einer Studienreise. Haben uns das angeguckt und waren fasziniert also landschaftlich natürlich, aber auch die Größenordnung, mit denen man dort hantiert. Ne? Mhm. Da waren ja die Rede von mehreren Millionen Litern, die da pro Jahr hergestellt werden. Da kommen Sie ja auch noch hin. Ich brauche jetzt noch ein Foto. So, machen wir so ein richtig schönes Whisky-Selfie im Keller. So, einmal lächeln bitte. So, zum Wohl. Trinken kann ich es jetzt einiges wirklich nicht mehr, sonst ist die Reise an dieser Stelle beendet und ich muss mich abholen lassen. Aber lecker war er. Ich würde mir gerne mal in 2-3 Jahren den 7-Jährigen dann anschauen. Schön, würde ich mich freuen. Vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Tschüss. Weiter geht die Reise und ich möchte betonen, nüchtern, ich bleibe im UNESCO-Biosphärenreservat. Entstanden ist das Land durch eiszeitliche Gletscher. Von den Wellen der Ostsee wurde es dort geformt. Was dabei rausgekommen ist, ist ein ganz besonderer Streifenland mit Halbinseln, Küstenvorsprüngen und einer einzigartigen Natur. Aber was wächst hier eigentlich genau und wozu ist es gut? Keine Ahnung. Um das herauszufinden, treffe ich einen Naturfreak. Am Stock werde ich ihn erkennen, hat er gesagt. Mit dem Wanderstock als Erkennungszeichen, wie angekündigt. Du musst René sein. Hallo. Ich bin der Sascha. Hallo. Kann ich das Fahrrad hier stehen lassen? Ja, klar. Ja, einfach so? Natürlich. Auf Rügen klaut keiner. Nein. Nicht mal die Touristen. So, na dann kann's losgehen. Ja. Wenn's keiner weiß, dann der Geier. So haben mir die Rüganer René Geier empfohlen. Er macht Küchenkräuter- und Heilkräuterführungen und erkennt die Landschaft, das sogenannte Mönchgut Zicker, wie kein zweiter. René Geier kommt an keiner Heilkräuterpflanze vorbei. Hier haben wir ja auch schon was ganz Tolles. Hier haben wir die Sandstrohblume. Die gelbe? Ja. Man nennt sie auch Immortelle. War bis in die 50er. Ja, bis in die 50er Jahre ein harntreibendes Mittel. Ich hatte vor vielen Jahren einen aus Hessen, der mal gesagt hat, Herr Geier, wir haben sie immer Pissnelke genannt. Ich sage, das passt gar nicht zu dieser Pflanze. Was sie so besonders macht, das ist natürlich diese gelben Korbblütchen und der Geruch. Das heißt, wenn man sie riecht wie Honig. Sie steht aber in Deutschland unter Bundesartenschutz und auf der Vorwarnliste der roten Liste. Wir haben hier aber auf den Zickerbergen viele davon und da können wir auch stolz sein. Daneben steht eine alte Heilpflanze, aber auch ein Pflänzchen, was man in der Küche verwenden kann, das ist die kleine Bibernelle, ein Doldengewächs. Für viele sind die Doldengewächse ein Buch mit 7 Siegeln. Für mich sehen sie alle gleich aus. Ja. Meine Lieblingspflanzen, und wenn ich Botaniker habe, die sagen mal, Geier, da hast du dich ja mit den schwierigsten eingelassen. Ich liebe sie alle. Und hier gibt es die Blätter. Und da mal ruhig so ein Blatt nehmen und mal kosten. Das passt also hervorragend. Ja, richtig mal einfach nehmen. Das schmeckt hervorragend, erinnert so ein bisschen an Petersilie. Das könnte man super in Salat machen. Genau, an sämtliche Kartoffelgerichte. Eine Mischung aus Petersilie und Sauerampfer. Mhm. Ganz was Tolles. Mhm. Salat mit Fisch. Mhm. So, wo kriege ich jetzt den Räucherlachs dazu her? Hier im Dorf. Wollen wir erstmal weiter? Mhm. Wie bist du eigentlich zu den Kräutern gekommen? Mich hat als Kind die Natur Rügens schon fasziniert. Die Hünengräber, die Wälder und die rote Liste Pflanzen. Und seit Mitte der 90er Jahre habe ich mich dann autodidakt ganz intensiv damit befasst. Und du bist dann schon so die Institution hier auf der Insel, ne? Ja, was mit den Wild- und Heilkräutern kommt und auf Mönchgut eigentlich ja. Gibt es eine Lieblingszeit, die du hast, wo du sagst, jetzt, keine Ahnung, im Frühling oder im Sommer bin ich am liebsten da? Ende April, Anfang Mai, wenn die Zickerberge voll mit Schlüsselblumen sind, wenn der Steinbrech kommt, wenn die Feldlerchen nach oben steigen, wenn das Rufen des Kranichs den Vollfrühling ankündigt, wenn man Riesenglück hat, auch mal den Flug des Seeadlers über die Botten oder über die Ostsee. Aber das ist eigentlich die Zeit, die ich am intensivsten auch fotografiere und auch intensiv wahrnehme.
Ach, übrigens, hier ist ja der Spitzwegerich. Das beste Mittel bei Insektenstichen. Geht auch gegen Mücken? Ja. Oh, bei sämtlichen Insektenstichen einfach nehmen, klein machen, bis er nass ist, bis er feucht ist. Also jetzt einfach so zerreiben? So zerreiben, bis die Finger richtig nass werden und dann einfach auf die Stelle aufreiben. Ich habe so viele davon. Nach vier, fünf Minuten, ja, das können wir noch mehr nehmen, hört das dann auf zu jucken. Also das ist das Allerbeste, was man machen kann bei sämtlichen Insektenstichen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das hier eine Bremse war oder eine Mücke. Ich nehme mir noch eins. Ja. Spitzwegerich, toller Tipp. Vielen Dank, René Geier. Ich nehme den Spitzwegerich mit zu meinen nächsten Abenteuern und fahre von hier aus Richtung Ostküste, zu den Seebädern. Von Großzicker geht's zunächst nach Göhren. Weißer Strand und blaue See. Und die Sonne ist inzwischen auch wieder da. Genau dafür sind die Bäder im Osten berühmt. Göhren macht im Süden den Anfang. Dort lasse ich's sportlich angehen. So, auf Rügen kann man ja auch golfen. Also, und mal ganz, wenn man kann, dann auch richtig. Der ist sogar gleich reingegangen. Das ist ja Wahnsinn. Ist direkt rein. Ich spiele gegen den Chef von der Minigolfanlage in Göhren und ich gewinne. Ja, klasse. Wie oft spielst du hier sonst? Naja, so 10, 20 Mal habe ich schon gespielt. So oft also gar nicht. War der gut oder war der gut? Der war spitze. Einmal na dann. Der erste Schuss und gleich rein. Oha. Ja. Guck mal, jetzt bin ich schon zwei vor dir. Ja. Ah. Gibt es beim Minigolf auch so ein Handicap? Also wo dann so ein Anfänger wie ich? Nee, einfach los. Es gibt auch Regeln, aber ich sage den Urlaubern immer, ach, die Regeln braucht ihr gar nicht so, habt lieber Spaß. Und es spielen viele Kinder, es spielen viele Erwachsene, viele sehr alte Leute. Ja, mir ist aber auch schön mit dem Blick direkt aufs Meer. Also ich könnte ja jetzt wahrscheinlich, wenn ich den jetzt hier so nehmen würde, ne, so, und dann mal so ordentlich. Dann landet der Ball in den Dünen und man muss hinterher und den in den Dünen wieder raussuchen. Machen das Leute also hier so? Ja, der ist schon öfters darüber gegangen, genau. Oder auch in den Bachlauf geplatscht ins Wasser. Ne? Na denn, auf zum nächsten. Wo geht's weiter? Okay. Nicht ganz. So macht Minigolf richtig Spaß. Auf Kunstrasen, direkt an der Strandpromenade. Mit Ralf Blom. Das ist ja echt alles mit viel, viel Liebe zu kleinen Details gemacht. Hast du das selber entworfen? Ja, ich habe das in Scharbeutz gesehen bei Lübeck und war total begeistert und habe gesagt, boah, so eine Anlage baue ich mir. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich dieses wunderschöne Grundstück bekommen konnte, direkt am Meer. Und, aber baue ich mir heißt, du hast sie wirklich selber gebaut? Ja, natürlich haben da Firmen mitgemacht und so weiter, aber wir haben sie zusammen entwickelt. Mhm. Ich habe sie entwickelt und gezeichnet und dann haben wir sie gebaut. Aber vieles ist auch beim Bau einfach spontan entstanden. Das ergibt sich dann so. Hier noch mit ein Hügel. Bachlauf und Hügelchen und hier ein Häuschen, da ein Häuschen. So, jetzt Zwischenstand ist eins vorne, bin ich noch, ne? Genau. Einschlag. Ich sag nur, meiner ist drin. Ja. Ich mache jetzt auch noch mal ein kleines Erinnerungsfoto. Okay. Einmal. So. Klasse. Jo, und guck mal, da kommt ja jetzt ein kleiner Zug. Da kommt der rasende Roland. Das ist ein Originalnachbau vom rasenden Roland auf Rügen, die Dampflok. Und die fährt hier am Bachlauf entlang. Ja, die fährt auch gleich hier hinten durch Göhren, weiß ich, weil ja, da will ich nämlich gleich mitfahren. Der fährt irgendwie in 10 Minuten. Muss ich mich übrigens auch beeilen. Dann musst du dich beeilen. Gut, dann will ich nochmal schnell den Ball ins Loch schießen. Ja, du warst eins vor, das heißt, du hast exakt zwei Schläge. Ah! Ha! Ich glaube, ich bin hier der große Verlierer. Du, der muss reingehen, sonst habe ich gewonnen. Oh, sonst hier mit Stoppen und so. Ja. Jo. Ja. Unentschieden. Viel Spaß. Ja, also. Gute Fahrt mit dem rasenden Roland. Danke dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ja, okay, ich weiß, ein wenig kitschig, aber davon träumt doch jeder Junge. Eine Fahrt mit dem rasenden Roland. Ein bisschen wie bei Jim Knopf. Die Schmalspurbahn mit Dampflok fährt seit 1895 mit gemütlichen 30 Kilometern pro Stunde über die Insel. Sie verbindet die berühmten Seebäder miteinander.
Zwischenstopp Selin. Ein echter Hingucker. Die Seebrücke im Stil der Bäderarchitektur ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Insel. Selin wirbt ruhig und beschaulich mit den restaurierten Bädervillen. Es gibt auch eine Tauchgondel. Mit der geht's in die Tiefen der Ostsee. Naja, eigentlich nur rund 4 Meter tief. Ich tauche hier aber nicht ab, sondern fahre weiter im rasenden Roland nach Norden. Haltestellen sind unter anderem das Jagdschloss Granitz und Binz. Schloss halte ich mal kurz an. Schloss klingt immer interessant. Haltepunkt Jagdschloss! Am höchsten Punkt des Südens steht das Jagdschloss Granitz mitten im Buchenwald. Mit dem 38 Meter hohen Turm ist es kaum zu verfehlen. Hier übernachteten fürstliche Gäste während der Jagdsaison. Obwohl man bei einer Insel eher an frischen Fisch und Meerestiere denkt, galt die Granitz im 19. Jahrhundert als eines der besten Wildjagdreviere in Norddeutschland. Heute ist das Jagdschloss Granitz ein Museum. Doch nicht alles ist Zierde, denn einen echten Jäger hat das Schloss immer noch. Michael Dittert. Auf der Insel werden durchaus mal 2.500 bis 3.000 Wildschweine im Jahr geschossen. 200, 250 Stücken Rotwild. Also da kann sich manche Festlandecke eine Scheibe von abschneiden. Also wir sind mit dem Wildbestand schon verwöhnt. Und natürlich macht ein Wald voller Wild einem Jäger das Jagen auch leichter. Wir gehen nicht zur Jagd, um so viel wie möglich zu schießen, sondern wir gehen zur Jagd, um den Wildbestand immer in einer gleichbleibenden Konstante zu halten und natürlich, um auch Beute zu machen. Das gehört zur Jagd dazu. Das darf man nicht zu oft machen, denn die Böcke sind auch nicht blöd. Wenn man dauernd fiebt, dann kommt nichts. Doch das Fiepen hat sich gelohnt. Frisches Wildschwein am Jagdschloss Granitz. Nicht nur für Jäger Dittert, sondern für alle, die zur Mittagszeit hier einkehren. Bitte schön. Einmal. Ich genieße mittlerweile den Sandstrand. Mit dem rasenden Roland bin ich weitergetuckert bis nach Binz, der heimlichen Hauptstadt Rügens. Hier haben so manche Prominente ihre Wohnungen in den Villen an der Strandpromenade. Ein Hotspot für Touristen. Und dann steht da das. Was bitte ist das? Ein UFO? Ein Aussichtsturm? Am Strand? Schönen guten Tag. Hallo. Eine kleine Galerie? Nein, das ist ein Standesamt. Hier können Sie heiraten, wenn Sie möchten. Das ist ein Standesamt? Ja, ja. Ja, nee. Doch, es ist eine Außenstelle des Standesamtes. So ein richtig offizielles? Ja, ja. Ist ja cool. Hallo, und Sie sind dann die Standesbeamtin? Ja, ich bin die Frau Behrens. Sascha Hinks, schönen guten Tag. Hallo. Könnte ich mich jetzt spontan, wenn ich jemanden dabei hätte, hier hinsetzen und sagen, ich will jetzt heiraten? Theoretisch, wenn Sie die Unterlagen mit hätten und ich vorher die Niederschrift ausgefüllt hätte. Also anmelden also muss ich mich schon wahrscheinlich, doch. Ja, ist nicht Las Vegas. Nein, so schnell geht es nicht, nein. Aber der Blick ist mindestens so gut wie Las Vegas. Darf ich mal? Ja, ja, klar. Also das ist jetzt der Platz der Braut, also das okay, wäre der Bierplatz, okay, ne? Ich, genau. Nehme ich den. Eieieiei. Das ist ja mal ein Blick in dem Standesamt. Da gucken die Leute aber dann wahrscheinlich nicht mehr Sie an, sondern nur noch das Meer, oder? Ja, also das Meer oder die Brautleute gucken sich selber an. Ne? Ist ja irre. Und dann auch noch mit Sand hier unten. Hat was. Heiraten, ne? Am Strand, in der Tat. War das schon immer ein Standesamt?
Weil das sieht so ungewöhnlich aus. Nee, das ist ein ehemaliger Rettungsturm. Also er ist seit 82, steht dieser Rettungsturm. Und seit 2006 kann man hier die Ehe schließen. Mhm. Wie viele Leute heiraten denn jetzt hier so im Jahr ungefähr? Im Jahr 400 Eheschließungen haben wir in Wins. Und hier im Rettungsturm haben wir 300 Eheschließungen. Und apropos, ich muss jetzt aber ein bisschen aufräumen. Erstmal hier. Oh, okay. Darf ich helfen? Auf die nächste Eheschließung vorbereiten. Darf ich helfen? Dann kann ich noch ein paar neugierige Fragen stellen. Vielleicht, dass wir mal die Stühle erstmal beiseite zusammen. Die Braut wahrscheinlich hier so ordentlich. Genau, und so. Genau. Und die da? Das sind für die Gäste. Die erste Reihe ist immer für die Eltern. Ja, klar. Mama, Papa und so. Und die zweite Reihe dann für die restliche. Die zweite Reihe müssen sich dann alle drum streiten, wer zum engeren Freundeskreis gehört und wer zum weiteren. Ja. Genau. Passieren eigentlich skurrile Trauungen? Ich meine, Sie haben ja einen außergewöhnlichen Ort. Was kommen denn da eigentlich für Leute? Also wenn halt eine sehr große Gesellschaft ist, ne? Oder ich hatte auch schon mal eine Braut, die war total in Schwarz gekleidet. Eine Braut in Schwarz? In Schwarz gekleidet, genau. Oder was hier auch sehr gerne angenommen wird, Brautleute kommen auch gerne barfuß hier rein oder mit Flipflops. Mhm. Hat auch schon mal jemand in Badehose gesessen? Nee, bei mir noch nicht. Weil das bei meiner Kollegin habe ich. Ja, ehrlich? Ja, ja, ja. Aber bei mir noch Hochzeit nicht. In Badehose und anschließend dann direkt in die Ostsee. Genau. Nicht schlecht. Na gut, ich gehe mal weiter. Okay. Vielen herzlichen Dank. Und viel Spaß bei der nächsten Trauung. Ich gucke ja, vielleicht noch sehen ein bisschen. Wir uns ja das nächste Mal hier, ne? Lass uns überraschen. Schauen wir mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich gucke mir die Hochzeit dann doch lieber von draußen an. Dafür mache ich ja auch gerne Platz, und zwar für zwei Berliner. Monja und Marc Günnewig trauen sich. Sie sind extra nach Rügen gekommen, um am Strand zu heiraten. Ist es Ihr Wille, die Ehe mit Frau Monja Schaufuß einzugehen und den Familiennamen Günnewig zu führen? Ja. Ja. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ein wunderschöner Tag für die beiden Steglitzer mit einer tollen Aussicht. Mit Meer im Hintergrund und allem. Ja. Schön. Und jetzt ab ans Wasser. Ich schlender derweil ein Stück weiter am Binzer Strand entlang. Die Meeresluft macht mich mittlerweile hungrig. Und das ist gut so, denn ich bin zum Kochen verabredet mit Sternekoch Ralf Haug in seinem Restaurant Freustil. Guten Tag. Wo Hallo. Ist denn der Chef? Das bin ich. Hallo. Hallo, ich bin der Sascha. Ich bin der Ralf. Hallo. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Klar, Freu gerne. Schön, was gibt's denn Schönes? Wir machen heute so eine marinierte Ernte. Wow. Dazu machen wir so ein gebackenes Ei und das war es eigentlich ein auch schon. Ein gebackenes Ei? Ja. Da bin ich mal gespannt, wie bäckt man ein. Das ist relativ einfach. Also Romanesco, Blumenkohl, habt ihr den gefärbt? Nee, das ist eine blaue Sorte, der wächst so. Ja, was es nicht alles gibt. Porridge oder sowas in der das Art? Das sind Gurkenröllchen. Das ist Gurke? Jawohl. Aber was ich ja faszinierend finde, ist, wie kriegt ihr das denn so dünn? Hier mit so einem Gemüsehobel einfach. Und dann einfach so ritsch, ritsch, genau. Ritsch. Wollen wir loslegen? Ja. Im Grunde genommen Gurkenröllchen könntest du machen. Da einfach hier langschälen mit dem Sparschäler. Legst du dir vielleicht so hin. Und dann nimmst du hier die kleine Pinzette und machst so die Röllchen. Das ist ja okay? Klar. Okay, man sieht so immer, meistens sehen so Sachen immer so leicht aus. Sehen sie auch. Und sind es dann nicht. Ich scheitere wahrscheinlich schon am Sparschäler. Guck mal, warum sieht das bei mir so aus und nicht so wie bei dir? Weiß ich jetzt auch nicht, aber die Gurke hat ja zwei Seiten. Wir können nochmal von hier loslegen. Einfach in einem Durst. Sag mal ehrlich, wie viele Jahre hast du gebraucht, um das hinzukriegen? Gurkenröllchen, die trainiere ich schon seit ich Kind bin. Ah, okay. Ja. Was hat dich denn nach Rügen verschlagen? Im Grunde genommen, meine Familie, die wollten gerne ans Wasser, wollten aber auch Deutsch sprechen dabei, also war Ausland eher weniger ein Thema. Und so waren wir zuerst auf Usedom für 7 Jahre und dann eben für die Selbstständigkeit hier rüber nach Rügen, weil sich da was Gutes ergeben hat. Ja. Okay, Gemüse müsste eigentlich reichen, dann machen wir uns jetzt das pochierte Ei. Würdest du so nett sein und die Eier schon aufschlagen? Machen wir mal 4 Stück zum Start. Ganzes Ei. Genau, ganzes Ei. Du hast einen Stern, ne? Jawohl. Gibt es den Sternweg, ein Ei aufzuschlagen? Den gehst du gerade. Okay, gut, da habe ich ja schon den halben Weg zum Sternekoch. Hurra! Ja, vielen Dank, Ralf. Ralf zeigt mir jetzt, wie ein Ei pochiert wird. Essig in heißes Wasser gießen,
das Wasser kreisen lassen und dann das Ei oder die Eier hineingeben. 3,5 Minuten warten, bis es gekocht ist, aber keine Sorge, kommt nicht ganz genau auf die Sekunden an. Und dann raus und ins kalte Wasser und die hässlichen Reste entfernen. Das ist jetzt ein Gericht, das ihr auch zurzeit auf der Karte habt? Das ist der aktuelle Starter von unserem vegetarischen Menü, genau. Kann man als Sternekoch Vegetarier sein? Aber wie geht das denn? Du musst doch wahrscheinlich das Fleisch ab und zu mal kosten oder die Gerichte. Naja, wir müssen natürlich probieren, aber ich bin natürlich im 26. Jahr Koch und war nicht immer Vegetarier. Also bei ganz, ganz vielen Dingen ist es eben, wenn einer mal weiß, wie eine Note klingt und könnte dann irgendwann nicht mehr hören, könnte sich natürlich trotzdem leicht vorstellen, wie das wäre. Gut, und jetzt? Jetzt muss es noch ausgebacken werden, da haben wir aber ein bisschen Zeit, weil wir natürlich den Gemüsekranz vorher noch legen müssen. Jetzt muss das auf die Teller. Genau. Ein Gemüsekranz klingt einfach, aber so etwas habe ich noch nie gelegt. Ich darf jetzt meiner Kreativität freien Lauf lassen, hat Ralf gesagt. Einfach mit Farben und Geschmäckern spielen. Können Sie ja auch mal versuchen, ob Ihr Gemüsegarten dann so rundum lecker aussieht wie auf Ralfs Teller oder eher schlicht wie auf meinem. Wir jedenfalls stellen das Rezept für Sie ins Internet. Jetzt werden noch die Eier paniert. Und wer das jetzt nachmachen will, der hat zu Hause, wie lange hat das in der Fritteuse? Im Grunde genommen sieht man es ja hier. Ja, man sieht die einfach, Farbe außen. Einfach genau. Draufschauen, wenn die Panierung so ist, dass man denkt, jetzt ist es lecker. Jeder kennt ein Wiener Schnitzel, das ist eigentlich die Farbe, die es vorgibt. Dann würde ich vorschlagen, ich gehe jetzt schon mal runter und setze mich mal gemütlich ins Restaurant. Ich komme danach. Dann bin ich gespannt. Mit dem Essen. Kann man das gelten lassen? Klar. Ja? Chapeau. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Der Freustil Sternekoch und ich haben vorher geknobelt und herauskam, Ralf bekommt zum Essen meinen Garten und ich seinen. So, jetzt geht's da kommt los. Ja unser Meisterwerk. Vielen Dank. Gerne. Mein Gott, das ist ein kleines Kunstwerk. Bevor wir anfangen, muss ich aber noch schnell, das muss ich fotografieren. So, und ich habe ja gerade eben so ein bisschen in die Karte geguckt und dann steht hier, wir sind ein bunter Mix aus Zurück zur Natur, Burschen, Klapprad-Prinzessinnen, Strafzettelhelden, Kräuterhexern und Prosecco-Drosseln. Was davon bist du? Am ehesten der Zurück zur Natur-Bursche. Ja? Jawohl. Also Berlin wäre nichts für dich? Für einen Abstecher klar, aber zum richtig Leben ist es hier ganz in Ordnung. So, jetzt aber die Genussprobe. Mit Bravour bestanden. Wirklich lecker. Lieber Ralf, vielen herzlichen Dank. Gerne. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe auch was gelernt. Und ich komme ganz sicher wieder. So ist es recht. So. Bis tschüss. Dann. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nördlich von Binz folgt Prora und ein großer Buchenmischwald. Um sich mit den mächtigen Baumkronen auf Augenhöhe bewegen zu können, gibt es einen Baumwipfelpfad im Naturerbezentrum. Er mündet in einen 40 Meter hohen Aussichtsturm mit fantastischem Rundblick. Fantastische Aussicht, schön und gut, aber ich suche ja das Abenteuer. Klettern im Seilgarten Prora mit Angelika Häusler, der Chefin. Ja, Arme immer schön lange halten. Eieiei, Arme immer schön lange halten. Uiuiui. Das ist anstrengend. Ja. Kommst du mit? Ich komm gleich dir hinterher. Und bei ihr sieht's so einfach aus. Sag mal, vom Akzent her würde ich sagen, bist du keine Rüganerin. Nee, ich komme aus dem Schwabenland. Aus dem Schwabenland? Ich komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart? Was hat dich hierher verschlagen? Ja, wir waren immer hier im Urlaub. Und irgendwann haben wir uns gedacht, wenn man so viel Urlaub hier oben verbringt, kann man auch hier hochziehen. Hast du unten auch einen Klettergarten gehabt? Nee. Wir haben was ganz Neues gewagt hier oben. Wo, was hast du vorher gemacht? Ich war bei einer großen Computerfirma angestellt. Ach ja, guck an. Und das heißt, da hast du gesagt, Computer ist langweilig, Bäume sind schöner. Genau, wir wollten einfach mal was anderes machen. Und wer nicht gewagt, der nicht glimmt. Das Motto passt definitiv auch zu diesem Hindernisparcours. Eieieiei.
Ehrlich gesagt, da habe ich mich jetzt aber schon ein bisschen unwohl gefühlt. Hui! Sag mal, ist das jetzt der schwerste Klettergarten, den ihr habt? Hier die schwerste Parcours? Ja, das ist der schwerste. Okay. Der fordert schon einiges heraus. Und gibt es auch welche, die so, sag ich mal, für Kinder leicht sind? Ja, wir haben 10 Parcours. Jetzt mit links übersteigen. Erst Balken ranholen, mit links übersteigen. Und schön Baumstamm kuscheln machen. Hallo, genau, mach den Baumstamm. Rette mich. Und jetzt linken Bein, Fuß. Linken Baumstamm Fuß ist mein Freund. Vor. Ja, mach, ist gut. Mach, wie du gerade wolltest. Ja, aber nur mit links. Oh. Ja. Geschafft. Geschafft. Und glauben Sie mir, es sieht, wenn man drin hängt, viel schwieriger aus, als wenn man von draußen drauf guckt. Komm, ich helfe dir. Oh, meine Güte, warum tue ich mir das an? Aber es ist schön, es macht Spaß. Der Mensch stammt ja vom Affen ab, aber ehrlich gesagt habe ich so die ganze Strecke entlang das Gefühl gehabt, da haben wir uns aber schon ganz schön weit von entfernt, also ich mich zumindest. Deswegen hast du jetzt am Ende nochmal so den richtigen Kick. Okay, damit der Affe dann wieder auf dem Boden landet. Nee, aber also ehrlich, ich hätte mir vielleicht nicht die 10 raussuchen sollen, sondern vielleicht erstmal mit einer 5 oder 6 anfangen, aber es hat großartigen Spaß gemacht. Ja, das nächste Mal gehe ich erst in den Kinderparcours und arbeite mich dann langsam hoch. Angelika, genau. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke für deinen Besuch. Ja, meine Damen und Herren, tschüss. Und Abflug. Wow. Woo. The Eagle has landed. Jetzt aber muss der Adler weiter. Von Prora geht's ins Inselinnere, mitten ins Zentrum, nach Bergen. Der Name passt zu den Hügeln drumherum. Bergen ist der Knotenpunkt und die Hauptstadt Rügens. Fachwerkhäuser und Backsteinbauten bestimmen die Altstadt. Außerdem hat man eine tolle Aussicht auf den großen Jasmunderbodden. An dem eines der spektakulärsten Open-Air-Theater Deutschlands steht. Die Naturbühne in Ralswiek. Eingebettet in eine einzigartige Landschaft am Ufer des Boddens. Ein Zuschauermagnet, die Störtebeker Festspiele. Für ganz großes Theater hinter den Kulissen sorgt Kostümbildnerin Christina Maas von Anfang an dabei, 23 Jahre bereits. Davor war ich hauptsächlich an Opernhäusern, auch am Landestheater mal. Landestheater so mit Boulevardtheater, das hat mir nicht so Spaß gemacht. Oper fand ich schon interessanter. Aber am meisten Spaß macht es eben hier, weil jetzt nicht nur geschlossenes Haus, sondern eben auch Natur pur draußen vor der Tür, Wasser, Pferde, alles. Legenden ranken sich um den berühmten Seeräuber Klaus Störtebeker. Störtebeker, verschont sein Leben! Die Kostüme hat Christina Maas mit viel Liebe zum Detail angefertigt. Auch mal mit ganz pragmatischem Lösungsansatz. Und das ist Herr Lippert, der Sänger. Da habe ich diesmal alle Lederreste, die wir hatten, in so quasi Federstücken geschnitten und dann aufgenäht auf dem schwarzen Mantel, was eigentlich eine sehr gute Wirkung hatte. Aber eigentlich nur Resteverwertung, wenn man es ernst nimmt. Der Teufel ist Feuer, der Teufel ist Hitze, der Teufel ist feurige Glut. Es ist ein Spektakel. Mehr als 150 Mitwirkende, beeindruckende Spezialeffekte und waghalsige Stunts. Mit solch einem Feuerwerk geht Christina Maas jeden Tag in den Feierabend. Und damit geht auch mein erster Reisetag auf Rügen zu Ende. Fast. Einen Tipp habe ich noch.
Der Pansewitzer Park ist ein Friedwald. Hier kann man sich unter einem der alten Bäume bestatten lassen. Die Schauspieler des Vereins Hinterlandbühne verwandeln bei Vollmond die ruhige Grünfläche in ein Freilufttheater. Sie nennen es Mondscheinwanderungen. Warte nur, Balde. Ruhest du auf! Die Menschen, die sich hier bestatten lassen, viele wissen das schon zu Lebzeiten, welchen Baum sie sich dann aussuchen, ermöglichen den Lebenden, diesen Park für die Zukunft weiter zu erhalten. Also das ist das so ein bisschen auch das Konzept. Und wir sind eben ja das schmückende Beiwerk und sorgen dafür, dass hier auch nachts mal was los ist und nicht nur die Geister der Verstorbenen aus den Urnen geschwebt kommen. Bei Mondschein im Sommer verzaubern die Künstler ihr Publikum. Die Atmosphäre ist einzigartig. Ein echter Geheimtipp, der sich langsam rumspricht. Guten Morgen, Rügen. Tag 2 meiner Abenteuerreise und heute werde ich bestimmt wieder nass. Denn so gut wie Joe hier, kann ich diesen Sport noch lange nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich lerne heute Windsurfen. Und Katrin und Joe, die bringen es mir bei. Mutter und Sohn führen zusammen eine Surfschule am Jasmunder Bodden. Hallo. Hi. Hallo. Ja, du warst jetzt als erster da. Hallo. Hallo. Hey, das sah ja schon richtig schick aus. Wie lange brauche ich, bis ich das kann? Das hängt von dir ab, aber wir geben uns Mühe. Ne? Genau. Ich habe gehört, du warst mal Speedsurfing, deutsche Meisterin. Jawohl. Und du als Junior. Genau. Das ist Speedsurfing, da wird man richtig schnell, oder? Das geht nur um Geschwindigkeit. Ne? Also bei uns in den Gewässern haben wir sehr viel Kabelwelle, so halber Meter bis zum halben Meter auf dem Boden, je nach Windstärke. Und da wird man nicht schneller als 70 km/h, ist aber nicht schon ganz schneller sportlich. Als 70? Ja, auf so richtig flachen Gewässern kann man so über 100 km/h knacken. Die Weltrekorde liegen knapp über 100. Ui, aber wenn es dich da zerlegt, dann tut es Das tut schon ein bisschen weh. Ja. Wir haben dann auch Prallschutzwesten an. Mhm. Und wenn du da ins Wasser fällst, dann hüpfst du wie so ein Flummi. Das ist, und freust dich hinterher, wenn alles noch heil ist. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wer von euch bringt es mir bei? Junior, ich habe einen Kurs schon heute. Meine Schüler warten und deshalb macht das der Joe. Okay, cool. Ne? Ich bin gespannt. Also. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting. Jawohl. The money's will be coming along. Das ist einfach. Das ist easy. So, pass auf. So, das vordere Bein steht am Mast. Das hintere vorm Schwert oder hinterm Schwert, Rücken gerade, leicht in die Knie gehen. Und wir ziehen das Segel langsam Hand über Hand aus dem Wasser. Und die vordere Hand geht vorne an den Mast, zack. Und jetzt schulterbreit an den Gabelbaum greifen. Und das, die hintere Hand langsam an den Körper ziehen, dann fahren wir los. Jawohl. Gut, vordere Hand an den Mast. Jawohl. Jawohl, super. Nicht so doll Gas geben, sonst fällst du rein. Jawohl, und jetzt Vollgas. Pass auf, die blitzen da hinten, ne? An der roten Fahne. Ist gleich hinten, genau. Kein Knick im Ellenbogen, super. Und das Gewicht aufs hintere Bein. Knick hinten schön das Bein ein. Ja, das war schon gut. Das passt, schön langsam rausziehen. Ah, jetzt klappt's doch. So ist gut, dann fährst du nämlich zum Wind. Ich surfe. Naja, Speedsurfen ist das noch nicht. Eher Slowsurfen. Also das hat jetzt schon Spaß gemacht. Aber wie lange dauert es, bis es so richtig den Kick gibt? So richtig? Oh, das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit du mitbringst. Ja, ich hatte mal einen Surfschüler, der hat nach 2 Jahren, war der schon so bei 50 km/h. Der hat einfach festgehalten, durchgebissen. Da wird man auch richtig schnell. Ne? Also man kann so wirklich im Trapez und Fuß laufen. Also richtig auf dem Brett feststehen, bei richtig viel Wind, das kann man schon wirklich nach 3 Jahren schaffen. Man muss ein bisschen da natürlich Zeit investieren, wie bei jedem Sport. Und dann geht das aber relativ schnell. Kommen wir einfach in 3 Jahren wieder, ne? Er hat ja nicht gesagt, 3 Jahre üben. Man hört eben, was man hören will. Aber jetzt kommt erstmal die Wende. Die will ich heute unbedingt noch schaffen. So, probier das mal. Übe
über das Schwert ziehen. Arme lang, Füße zusammen. Ja, ja, ja. Na, die zählt noch. Und Handwechsel, gleich losfahren. So, meine Damen und Herren, jetzt dürfen Sie Naturtalent zu mir sagen. Oder auch nicht. So, Mensch. Komm, das war super. War eine Stunde gefahren. Hat Spaß gemacht. Hey, Mala. Hi. War gut? Wie hat es sich gemacht? Ich habe beim ersten Mal gleich die Wände geschafft. Ja, cool. Die Haare sind noch trocken. Ja, was ich mehr so gesehen habe, sah es auch weniger, ganz gut, ne? Aus. Ne? Nee, aber super, wirklich. Die Wände klappt, das nach einer Stunde. Ja, nächsten Sommer dann auf den Müggel sehen. Da kommst du mal runter. Ja, gerne. Berlin. Na klar. Du kommst wieder her. So machen wir das. Sag mal, ihr seid doch echte Rüganer. Ja. Fahren echte Rüganer eigentlich noch zu so einem touristischen Spot wie der Kreideküste? Ja, zum Königstuhl zum Beispiel, da fahren wir mindestens einmal im Jahr. Zu der ganzen Family, das ist so ein bisschen Tradition. Ja, ich frage, weil wir gehen jetzt nämlich mal den Nationalpark angucken. Ja, super, mach also, das. Vielen herzlichen viel Spaß. Dank. Tschüss. Schön, dass ihr da schön, wart. Dass ihr da wart. Ja. Schöne Zeit noch. Ja, ja, und viel Spaß dabei. Tschüss. Die Kreideküste im Nationalpark Jasmund. Täglich gibt es kostenlose Wanderungen zum Königsstuhl. Unter anderem mit Ranger Harald Thomas. Es beginnt mit einem Spaziergang durch den Buchenwald, einem UNESCO-Weltnaturerbe. Denn ein großer Teil des Waldes ist von Menschenhand unberührt. Dadurch werden Rückzugsgebiete für wildlebende Pflanzen und Tiere geschaffen. Ganz natürlich. So, hier habe ich jetzt noch mal so zwei, drei Stückchen von diesem Feuerstein. Und der Name sagt es ja schon, zwei handliche Stücken so ein bisschen an der Seite an vorbeigeschlagen. Kann man auch mal einen Funken erzeugen und das nutzt man dann auch zum Feuer machen. Und dann, ein paar Meter weiter von der Viktoriasicht aus, öffnet sich am Rande des Waldes der Ausblick auf den Königsstuhl. Das Schöne an dieser Kreideküste, an diesen Aussichten ist, dass wir nicht nur einen einzigen Felsen haben, den Königsstuhl, sondern 12 Kilometer Kreideküste, die sich ständig verändert, man immer wieder einen anderen Blick hat. Sie gilt sogar als die interessanteste deutsche Küstenlandschaft. Das begeistert immer wieder die Besucher. Die Farben sind einfach traumhaft. Ich war zwar noch nie in der Karibik, aber so kann ich mir das ungefähr vorstellen. Ne? Also dieses Blau, dieses kräftige Blau und Grün vom Wasser, vom Meer, traumhaft. Ja, die Macht der Natur ist ja so gewaltig. 118 Meter tiefer liegt das steinige Ostseeufer. Die Kreidefelsen und ihr eindrucksvolles Naturschauspiel haben schon viele Dichter, Maler und Musiker inspiriert. Südlich vom Nationalpark liegt Sassnitz, eine alte Fährstadt. Es ist die kürzeste Seeverbindung zwischen Deutschland und Schweden. Gerade mal 60 Seemeilen liegen dazwischen. Für Fischer gibt es sogar noch einen zweiten Hafen. Von hier starten beliebte Ausflüge zur Steilküste und Hochseeangeltouren. Die Ostsee ist ein perfektes Revier für Lachs und Dorsch. Da bin ich dabei. Und zwar mit einem mehrfachen Weltmeister im Hochseeangel. Mit diesem Mann hier, Heiner Grossmann. Das könnte doch nur noch mal größer sein. Ne? Komm wieder. Schick Mama. Und, schon was gefangen? Ja, haben schon einen gekriegt. Sind sie gut heute? Die könnten nicht noch mal größer sein. Aber den ich da habe, der hat so 45 cm. Oh ja, kann man noch dran arbeiten. Da müsste ich jetzt eigentlich mal die Angel auspacken, oder? Ja. Na, dann machen wir mal. Pack mal die Angel aus. So, Bügel so überklappen, den Finger dahin. So. Ja. Entweder machen wir einen Unterschwung, so, oder wir werfen über den Kopf. Oh, ich so. Fange erst mal von unten an. Ja, geht ganz einfach. Okay. Du lässt vielleicht bloß mal runter. Und jetzt beginnt man mit ruckartigen Bewegungen dort unten den Fisch zu verführen. Die Angel seit dem vierten Lebensjahr und habe das von meinem Vater gelernt und meinem Opa. Meine Mutter hat schon geangelt und so hat sich das dann immer weiter vererbt.
Was ist für dich ein guter Angeltag? Ja, so 10 bis 15 Dorsche. Das ist eine Menge. Die kannst du dann aber nicht an einem Tag essen. Nein, die kann ich nicht an einem Tag essen. Aber ich habe in der Gefriertruhe immer Fische. 2 bis 3 Mal die Woche gibt das Fisch. Wie oft gehst du? So 1 bis 2 Mal die Woche immer. Wenn es bei mir ruckelt, dann ist vermutlich irgendwann ein Fisch dran. Ja, das wirst du schon merken, wenn das ruckelt. Ja, da ruckelt es auch. Aber woran merke ich denn, dass er dann hängt? Dann wird deine Rute krumm. Vielleicht gibst du noch mal ein bisschen Schnur. Das geht noch mal aufmachen. So. Okay. Aber du musst auch immer dran denken, die Angel schön festzuhalten. Nicht? Mhm. Ich habe viele Angler gesehen, die ihr Gerät verloren haben, weil sie es nicht festgehalten haben. Ja, wunderbar. Weiter drehen, weiter drehen, weiter drehen. Und jetzt heben. Oh. Ja, ne? Aber so schnell gebe ich doch nicht auf. Doch nicht vor einem Weltmeister. Und dann beißt auch wieder was an. Ich kann es genau spüren. Ich habe eine Muschel gefangen. Das ist eine Miesmuschel in klein. Ich habe eine Miesmuschel gefangen. Da muss doch noch mehr gehen. Hoppala. Entschuldigung. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hast gut gemacht. Und das aus dem Munde eines Weltmeisters. Top, das Abendbrot ist gerettet. Und jetzt ab ans Land. Wo gelbe Gummistiefel hängen, wohnt Franks Sorge. Der Ökobauer hat sich in Glowe ein ganz besonderes Paradies geschaffen. Und dafür braucht's halt auch ein besonderes Wahrzeichen. Wir hatten hier eine Feier und es waren immer die Fragen der Wegbeschreibung am Telefon für Leute, die noch nie hier waren. Und da hat eine Freundin vorne am Weg 2 Pfähle reingehauen, hat von mir alte Gummistiefel genommen und die gelb angespritzt. Das Erkennungszeichen. Es wurde nötig, denn die Sorges haben sich mit ihrer Rügener Spezialitätenmanufaktur einen Namen gemacht. Obst und Gemüse aus dem riesigen Garten, frisches Brot aus der Hofbäckerei, alles aus eigenen Zutaten. Nachhaltigkeit ist Familie Sorge wichtig. Wir machen das jetzt 10 Jahre und wir freuen uns noch jeden Tag, dass wir es in der Form machen können. Ist natürlich viel Arbeit, aber man hat auch viele Freiheiten. Ne? Wir schaffen immer, also das, was wir schaffen müssen, um zu leben, das schaffen wir aber. Man wird dabei nicht reich, aber man lebt gut. Die Rüganer haben viele Stammkunden, die zu ihnen in den Nordosten kommen. Neben Brot bieten sie auch Marmelade an. Wohnen und arbeiten in und mit der Natur. Okay, das hat gestern gut gesammelt. Vom frühen Morgen an schafft Frank Sorge und hat so seine eigenen Lebensweisheiten entwickelt. Ich sage immer, wer früh anfängt, kann auch eher Pause machen. Ja, ist einfach so. Ne? Das ist eben auch das. Man kann sich das so einteilen. Ne? Das Einzige, man kann nicht später anfangen. Das geht einfach nicht. Und wer die Rügener Spezialitätenmanufaktur nur für eine kurze Kaffeepause besuchen will, der bleibt meist länger als gedacht. Auch eine Weisheit zum Mitnehmen. Von Herrn Sorge aus Glowe fahre ich weiter Richtung Norden nach Puttgarten. Mit dem Fahrrad über das 12 Kilometer lange, dünne Landstück. Schabe, Deutschlands einziger Meerwald, eingeschlossen von Wasser. Der weiße Strandabschnitt Richtung Ostsee ist einer der schönsten auf der Insel. Viele Rüganer und Stralsunder kommen an sonnigen Tagen hierher, um zu baden. Da hinten liegt Kap Arkona. In Puttgarten finde ich einen eigenartigen Laden. Komisch, sieht irgendwie gar nicht nach Rügen aus.
eher nach einer anderen Insel, Großbritannien. Tea Time hatte ich gar nicht auf meinem Abenteuerzettel. Ui, wer bist du denn? Komm her, sorry. Kein Problem. Komm her, Woody, komm her. Ein Hund, der aussieht wie Winston Churchill. Ja, ist so unser Logo. Unser Laden. Ist es Ihr Laden? Ja, ist mein Laden. Hey, und du bist das Maskottchen. Cool. Ja, so auf der Schiene. Wie heißt der? Woody. 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 Darf ich mal? Ja. Woody. Ja. Ist aber ein zutrauliches Kerlchen. Ja, ist unser kleiner Stolz. Englische Fahne, englische Bulldogge, Downing Street draußen, alles ein richtiger englischer Laden. Wie kommt das mitten auf Agona? Weil ich selber Engländer bin. Malcolm Wood im Dienste der Queen. Ach so, was hat sie denn hierher verschlagen? Ja, ich bin da schon seit über 20 Jahren, kurz nach der Grenze gefahren ist. Dann bin ich von Westdeutschland nach Osten hingefahren und da bin ich hier gelandet. Ist ja auch ein schönes Fleckchen, ne? Ja, ja. Er will schon wieder ist natürlich eine Insel. Der wollte natürlich auch nicht mehr weg. Er will schon wieder den Ball. Ja, der will schon wieder den Ball. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter gucken. Ist drin noch mehr von diesem kleinen Figürchen? Ja, ja, klar. Alles da. Alles, was der Herz begehrt. Möchten Sie einen Kaffee? Gerne. Am liebsten aber noch einen Tee. Die haben wir auch noch. Earl Grey, hot. Ja, gerne. Dankeschön. So, junger Mann, hier Kaffee und Kuchen ist schon fertig. Dankeschön. Tee. Setzen Sie sich einen Augenblick mit dazu? Ja. Ich bin ja jetzt gerne doch neugierig über den Engländer früh. Blutet einem Engländer das Herz, wenn ich jetzt den guten Tee ohne Sahne, ohne Milch, ohne Zucker trinke? Also hier in das Geschäft muss ich zulassen, aber bei mir privat nicht. Da müsste ich jetzt, dann muss ich mit Milch trinken. Nee, da bestehe ich drauf, also auch Spaß mache ich es, aber es ärgert mich schon, wenn einer Tee trinkt ohne Milch. So, ich stürze mich jetzt mal auf den Kuchen. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Hoffentlich schmeckt's. Super. Genau richtig. Nach Kuchen, Tee und ja, auch noch einem Scone mit Marmelade radel ich weiter. Kap Arkona ruft. Der nördlichste Punkt der Insel mit seinen drei markanten Türmen. Das Leuchtfeuer Kap Arkona, so nennen die Bewohner den Leuchtturm, voll funktionsfähig. Daneben steht der Schinkelturm, kleiner und quadratisch, aber einer der ältesten an der Ostseeküste. Ein bisschen abseits steht der Peilturm, heute ein Ausstellungsort und Schmuckatelier. Einen 20-minütigen Spaziergang entfernt liegt das kleine Fischerdörfchen Fit. 13 Reetdachhäuser, 30 Einwohner und viel Fisch. Das Dorf steht unter Denkmalschutz und ist komplett frei von Autos. Schön hier. Aber ich muss weiter zum Wieker Bodden, denn da wartet das nächste Abenteuer. Das ist Kurt. Kurt ist groß und ganz ruhig und meine Reitlehrerin hat gesagt, er wirft mich ganz sicher nicht ab. Hanka, kann ich mich darauf auch wirklich verlassen? Hundertprozentig. Unser Kurt, die hat alle seine Reiter immer heil mit nach Hause gebracht. Ja, er schläft schon fast ein. Ja, er konzentriert sich schon. Wollen wir? Ich bin ein absoluter Anfänger. Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Es hat nur fürs Kinderpony gereicht bisher. Du bist ein bisschen größer, unser Kurt, aber der ist genauso lieb wie die Kinderponys. Oh, Kurti. Na gut. Ich würde sagen, du nimmst einmal deine Reitkappe schon. Guck mal, ob sie dir passt. Na. Passt. Perfekt. Nehme ich. Dann hältst du ihn einmal fest. Ich halte ihn fest. Genau, und ich nehme den Sattel. Kurt, bleib mal da. Worauf muss ich achten, wenn ich gleich oben drauf sitze? Gibt es was ich falsch machen kann? Ja, das gebe ich dir gleich eine kleine Einweisung. Dass wir uns nicht am Zügel festhalten, ne? Weil die Pferde haben ja hier vorne das Metall drin. Das tut denen dann weh, ne? Genau, und deswegen muss man da ganz gefühlvoll mit umgehen, ne? Okay. Ganz vorsichtig.
Ich stelle übrigens fest, dass der Kurt so groß ist, dass ich nicht oben drüber gucken kann. Ja, das geht mir auch so. Wie soll ich da jemals hochkommen, Hanka? Ja, selbst da, Sascha, haben wir einen Tipp. So, da haben wir unsere Aufstiegshilfe. Eine Treppe. Sehr schön, oder? Ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Nein, das macht. Nein, nein, wir steigen auch alle so auf. Ich mache das nur einmal zum Nachgurten. So, jetzt haben wir unser Pferd schon gesattelt. Okay. Gut, steht. Jetzt gehen wir einfach auf die Leiter einmal rauf. Wir? Du meinst also ich? Ja. Und jetzt muss ich wahrscheinlich da den Fuß rein? Genau, den linken Fuß in den Steigbügel. Genau, dort festhalten, mit Schwung hoch und langsam reinsetzen. Genau, weil wir sitzen ja immer auf dem Rücken. Ui, ist das hoch. Puh. Aber es ist doch schon mal okay, oder? Ja, also solange er sich nicht bewegt, ist es ganz gut. Ja, na dann lass uns loslegen. Dann werden wir los. Wird schon schief gehen. Na klar, das schaffen wir schon alles. Reitlehrerin Hanka Petzold hat etwas ganz Besonderes mit Kurt und mir vor. Alles gut, ich muss nichts machen. Er läuft wirklich automatisch hinterher, ne? Ja, deswegen, er nimmt dir das alles ab. Wir gehen Bodden reiten. Im Wiekerbodden. Wie lange sind wir unterwegs auf so einer Boddentour? Eine Dreiviertelstunde bis Stunde circa. Super. Und den Pferden macht das Spaß? Die Pferde, mehr hast du ja gemerkt beim Reingehen, ne? Die wollen so gerne ins Wasser gehen, das ist für die angenehm. Die sind aber nicht wie Hunde und wollen irgendwann mal im Ganzen runtertauchen, oder? Nein. Aber das beruhigt mich. Da ist ja auch Abwechslung für die, oder? Ja, und die haben da auch richtig Spaß bei, ne? Für euch ist es auch noch Spaß, für ja? Für uns? Halt festhalten! Brrr, am Sattel! Immer die Hände runter, Sascha. Genau. Das ist schon nicht unanstrengend. Ich muss mich schon die ganze Zeit darauf konzentrieren. Wenn ich jetzt mal abschalten würde, dann würde ich wahrscheinlich ganz schnell im Wasser landen. Ja, aber das ist das, warum man, wenn man das Reiten gelernt hat, dann kann man es auch genießen, ne? Reitet ihr auch manchmal am Strand, auf der Meerseite? Ja, von Oktober bis Mai dürfen wir an den Strand, ne? Da sind die Urlauber ja weg. Und dann wird es nachher auch zu kalt, um im Bodden zu reiten, ne? Sehe. Aber das war schön, muss ich sagen. Hat das mir Spaß gemacht. Das hast du auch sehr gut gemacht, Sascha. Ich hoffe, die Füße sind nass. Die Füße sind nass, ja. Sehr gut. Aber das ist okay. Das trocknet ja wieder. Dafür hat man ja auf Rügen Sonne. Genau. Also vielen Dank, sage ich schon mal. Sehr, sehr gerne. Und danke auch an Kurt, dass du mich hier trocken wieder rausgebracht hast. Viel Wind und flaches Wasser. Der Wiekerbodden ist auch für Kitesurfer ein guter Spot. Zahlreiche Surfschulen bieten hier Kurse an. Die Berliner Robert und Sarah lernen bei den Surfpiraten und wollen hoch hinaus. Das ist einfach schön, man ist halt wirklich, hat ein gutes Tempo drauf. Und man hat halt aber auch diese Steuerung, ne, von dem Kite, also sowas, glaube ich, an sich macht schon mal Spaß. Und dann aber, was man halt einfach damit machen kann, später, hoffentlich. Hoffentlich. Fliegen! Ja. Die Studenten haben einen Wochenkurs gebucht und sind jetzt mittendrin. 2 Tage kann es schon dauern, bis man auf dem Board steht. Denn den Lenkdrachen in der Luft zu halten und mit dem Wind zu spielen, ist gar nicht so einfach. Ja, sauber, tiefer den Schirm, sehr gut, nach hinten lehnen. Ja, wunderbar. Das war perfekt, also richtig, ich glaube, war ihr besser Ride. Rügen ist auch eine Surferinsel. Viele Spots gibt es hier, an denen der Wind stark weht. Das flache Stehrevier hat es den beiden Anfängern angetan. Ja, super geil. Hat Spaß gemacht. Bin ja über den Bodden gefahren. Einmal von da nach da und wieder zurück. Ich habe Robert nur noch von der Ferne gesehen und dachte, er kommt nie wieder. Der lässt mich jetzt. Nee, also hat gut geklappt. Ja, war super, ja. So langsam nähere ich mich Hiddensee. Aber bevor ich übersetze, mache ich noch einen kleinen Abstecher zu einem Geheimtipp, von dem ich gehört habe. Die Insel Ummanz. Hier trifft man sich,
im Surfhostel. An der Bar lerne ich Christian und Lisa kennen. Hi. Hallo. Können wir dir helfen? Ja, wenn ihr was zu trinken habt vielleicht. Das haben wir definitiv. Wir trinken hier Club Mate, Fritz Cola unter anderem. Cola ist gut. Cola hat Zucker, Zucker kann ich jetzt nicht. Möchtest du so eine Fritz Cola haben? Oh ja, gerne. Ja. Gerne. Coolen Ort habt ihr hier. Ja, vielen Dank. Ich habe dich Zufall entdeckt. Und ihr habt Musikinstrumente da stehen. Wir haben Musikinstrumente. Wir haben heute Abend eine Liveband hier. Cool. Die fangen so gegen 20 Uhr, nehme ich mal an. Und was für einen Sound spielt ihr denn so? Alles Mögliche. Wir haben vom Singer-Songwriter über Rockbands, über Reggae-Bands, all sowas. Wohnt ihr denn selber auch schon hier? Oder? Ich komme von hier, Lisa, komm. Ich komme von Rügen ursprünglich und wohne jetzt gerade in meinem Bus. Oh, die Pizza ist fertig, die musst du mal eben holen. Ihr habt auch noch Pizza. Ja, noch Pizza, ja. Darf ich die mal sehen? Ja. Vielleicht überlegst du dir dann ja noch eine... Naja, ich bin noch zum Grillen eingeladen oder verabredet. Also insofern, Essen ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel, weil dann habe ich nachher keinen Hunger mehr, aber... Wir haben die beste Pizza der Insel. Das kann ich so sagen. Werde ich schon, also ja, doch, doch. Mir die besten von das vielleicht denke ich doch, also mal gucken, wenn das Date nachher platzt mit dem Grillen, komme ich nochmal her und komm Pizza essen. Genau. Ja, vielen Dank erstmal. Ich bin mal gespannt auf die Musik. Ja, also, schauen wir mal. Bis dann. Viel Spaß. Danke, ciao. Jeden Sonntag gibt's Live-Musik zur Pizza. Sehr entspannt. Wer hier übernachten will, sollte versuchen, sich das Highlight zu schnappen. Ein richtiges Baumhaus mit exklusivem Blick auf den Bodden. Ich aber muss jetzt weiter, denn das Abenteuer ruft mich nach Schaprode. So, Rügen war wunderschön. Zum Ende der Reise will ich dann aber doch noch mal die Insel wechseln. Darüber, nach Hiddensee. Die meisten Leute nehmen für diesen kleinen Trip den Bus. Also hier am Wasser ist der Bus. Das da, die Fähre. Ich aber nehme lieber das Taxi. Die Fähre fährt 40 Minuten von Schaprode nach Neuendorf auf Hiddensee. Das Boot, das ich nehmen will, ist schneller und flexibler und macht mehr Spaß. Auf Rügen gibt es nämlich ein Wassertaxi. Und damit setze ich jetzt über nach Hiddensee. Schönen guten Tag, Sie müssen das Taxi sein. Guten Tag, ich bin ein Taxi. Sie sind ein Taxi. Ist das wie beim normalen Taxi? Egal, wo ich hin will, ich sage Ihnen einfach so, wohin? Sie sagen mir jetzt, wo Sie hin wollen und dann bringe ich Sie dahin. Wie wär's mit Neuendorf? Okay, fahren wir nach Neuendorf. Prima, vielen Dank. Bitte schön. Carsten Reese, Kalle, mein Kapitän. Er arbeitet immer eine ganze Woche als Taxi mit 12-Stunden-Schichten und hat im Anschluss eine Woche frei. Ein motorisierter Seemann. Wie weit ist das jetzt bis Hiddensee? Wir fahren jetzt so knapp so 5 Kilometer. Knapp 5 Kilometer sind das. Wie lange brauchen Sie normalerweise? 7 Minuten. Dann ach, das ist ja doch recht fix. Ja. Da kann man auch fast schwimmen. 5 Kilometer. Mit ein bisschen sportlich und so. Wird nur mit den Koffern schwer, ne? Das ist ja mit den Koffern. Oder Sie haben Schwimmkoffer. Dann wird es gehen. Ja. Wie viel PS haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt 2x350. Da kann kein Taxi in Berlin mithalten. Nein, das können sie nicht. Ne? Das schafft noch nicht mal ein Ferrari in gelbem Taxischild. Und Sie machen das schon immer, oder? Ich bin ja gut, fast immer. Ich bin seit 90 bin ich in dieser Firma. Vorher als Matrose gefahren. Und jetzt seit 2004 als Schipper dann. Also ich bin hier praktisch groß geworden, kann man so sagen. Also Sie sind ein richtiger Rüganer oder Hiddenseer? Ich bin Stralsunder. Stralsunder? Ich bin aus Stralsund. Komisch, die meisten, die ich hier unterwegs frage, sagen immer, ich bin Stralsunder. Ich bin Stralsunder, ja. Und dann bin ich hier dann hängen geblieben. Man sieht sie auf der Rückfahrt. Wir sehen uns auf der Rückfahrt wieder, denn, ne? Tschüss. Tschüss, Eng. Yeah,
Hiddensee ist nicht mal 17 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle gerade mal 250 Meter breit. Perfekt für einen Ausflug, aber auch für komplette Ferien. Von Neuendorf aus mache ich eine Tour Richtung Fitte und Kloster. Und zwar mit einem E-Bike. Bei starkem Gegenwind macht das Radeln mit so ein bisschen Unterstützung einfach mehr Spaß. Denken Sie dran, alles, was ich auf meiner Reise erlebe, steht im Internet. Tipps, Rezepte, Adressen. Hiddensee ist eine autofreie Insel und das kann man spüren. Die Uhren ticken einfach langsamer. Das Tolle an diesem wunderschönen Fleckchen Erde ist, dass es trotz der Ruhe nicht langweilig wird. Eine echte Kulturinsel. So magisch wie Hiddensee, so magisch ist auch die Seebühne. Hier erzeugt Puppenspieler Karl Huck mit ungewöhnlichen Klängen und raunenden Dialogen eine knisternde Atmosphäre. Die Geschichte von Störtebeker oder Faust nach Johann Wolfgang von Goethe. Traditionelle Marionetten in einer modernen Interpretation. Die Hauptdarsteller der Seebühne werden in der Homunculus-Figurensammlung präsentiert. Pinocchio, Dr. Faustus, Figuren aus der Märchenwelt der Gebrüder Grimm. Tagsüber ist es ein Puppenmuseum. Abends verwandelt sich das Homunculus zur Literatur- und Performancebühne. Das Wahrzeichen von Hiddensee steht ganz im Norden. Der Leuchtturm Dornbusch. Idylle pur. So. Am Ende dieser schönen Reise habe ich mir gedacht, könnte man sich doch noch mal an den Strand setzen. Ganz im Westen von Hiddensee den Sonnenuntergang genießen und dazu gepflegt grillen. Sonnenuntergang. Ist irgendwo dahinter den Wolken, aber so ist halt Inselwetter, kann man sich nicht aussuchen. Aber was ein richtiger Mann ist, der grillt natürlich bei jedem Wetter, auch wenn es regnet oder stürmt. Und dieser richtige Mann, das ist Andreas Gulbis. Hallo Andreas. Hallo Sascha. So, dazu müssen Sie wissen, den Mann kann man buchen, damit er grillt. Nicht einfach nur irgendein Grillmeister, sondern der Grillmeister von Rügen. Andreas, was gibt's? Ich sehe schon Lachs. Ich habe heute frischen Ostseelachs bekommen können und frische Dorschfilets. Hm. Und es wäre jetzt schön, wenn du mir jetzt beim Marinieren wenig zur Hand gehen könntest. Erstmal den Koriander mörsern. Ja, das sieht super aus, genau. Jetzt würde ich als erstes gerne den Lachs marinieren. Ab in die Tüte und Rum dazu. Hast du dir das Rezept ausgedacht oder kommt das jetzt irgendwo her? Nicht ganz. Also ich habe es mit dem Rum habe ich getüftelt. Ich habe das mal in Kanada kennengelernt. So, jetzt kommt ein bisschen Salz dazu. Passt optimal. Knötchen rein, Lachs ist fertig. Super, jetzt werden wir uns den Dorsch widmen. Es ist ein bisschen wie eine improvisierte Naturküche am Strand. Wie lange machst du das schon? Das Grillen ist eigentlich ein Hobby von mir gewesen. Oder? Und du bist eigentlich Reitlehrer, habe ich auf der Webseite gesehen. Ich bin Reitlehrer, selbstständiger, freiberuflicher Reitlehrer hier auf der Insel Rügen. Und nebenbei grillst du? Und das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Früher auch schon zu Hause. Dann hab ich mich mal in Grillst Kanada. Du da noch Pferdefleisch? Nee, Pferdefleisch nicht. Wenn man mit den Pferden arbeitet, dann hat man einen anderen Bezug dazu. Ich Pferde eigentlich nicht. Aber ansonsten, ich grill auch vegan. Ja, auch vegetarisch. Wieso, wenn die Leute dann kommen und dürfen schon ihre Wünsche äußern? Oder? Selbstverständlich. Und wenn dann jemand kommt und sagt, kannst du auch einfach ein paar Würstchen machen?
Hatte ich sogar vor einer Zeit für die Einweihung einer Tierarztpraxis. Und konnte ich ihn aber überzeugen, dass wir nicht einfach nur Würstchen machen, sondern die wurde dann vorher auch eingelegt, die Wurst. Und da haben wir das ein bisschen aufwendiger gemacht. Und das ist auch bei den Nicht-Bratwurstessern sehr gut angekommen. Während sich Andreas um den Dorsch kümmert, versuche ich mich an der Verpackung, den Bananenblättern. Irgendwie cooler als Alufolie. Das hat so ein bisschen was von Südsee. Ja. Da fehlt jetzt nur noch der Blumenkranz. Ne? Ja, wir könnten hier so ein bisschen. Tang liegt hier überall rum. Also, das ist eher eine Dornenkrone. Ne? Noch ein paar einheimische Mädels hier am Strand tanzen. Ja, aber guck mal. Oh. Ja, ne? Aber Sonnenuntergang, sowas von. Da muss doch die Sonne scheinen, wenn wir grillen. War doch auch eigentlich so gewünscht. Ja, war bestellt. Also, ja, passt doch. Siehst du, du löst alles ein. Können wir jetzt im Prinzip anrichten. So. Sieht gut aus. So. Wow. Das sieht toll aus. Und weißt du, was richtig toll ist? Ja. Guck mal. Das ist irre. Das ist Rügen und Hiddensee. Ja, so. Das Wetter ist alle Viertelstunde wieder anders. Ich mache hier noch mal ein schönes Bild. Guck mal hier. Ja. So. Es war eine wirklich spannende Abenteuerreise auf Rügen und Hiddensee. Im Wasser, am Wasser, auf dem Wasser. Zurück auf Hiddensee. Was für ein Ausklang. So, auf den Grillmeister. Vielen Dank. Und jetzt ist es ja doch genauso, wie wir uns das gedacht haben. Sonnenuntergang, das Meer rauscht und wir genießen es. Schön war's. Guten Appetit.